herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, ich bin heute aus Hamburg angereist mit einem Hybridfahrzeug. Ist ja auch eine Lithiumbatterie drin. Und ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen mehr Zeit bekommen habe. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde sprechen. Also der nach mir Referierende darf sich schon mal vom Stand begeben oder auch gerne zuhören. Sie sind nach mir dran? Gut, okay. Also Lithiumbatterien. Ich glaube tatsächlich mittlerweile, man könnte den ganzen Tag tatsächlich spannende Vorträge dazu hören. Aber es ist nicht nur eine Herausforderung in der Sammlung. Was muss ich tun? Ich bin... Entschuldigung. Das ist eine englische Tastatur, deshalb weiß ich nicht, wie wir jetzt auf Präsentationsmodus gehen. Okay, gut. Ich mache einfach mal weiter. Ich glaube, es ist aber eben nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist natürlich auch eine Chance. Sonst würde es ja auch die Lithiumbatterie nicht geben. Was machen Sie da jetzt? Da einfach Fullscreen. Okay, super. Ja, wer sind wir eigentlich? Wir haben jetzt keine eigenen LKWs mehr, aber Sie kennen vielleicht GRS über die grünen Fässer, über die wir die Batterien sammeln und eben auch über den Handel. Da sammeln wir übrigens die meisten Batterien oder beziehungsweise den größten Anteil bei uns in der Sammlung, kommt über den Handel. Jeder sollte uns kennen. Also die grünen Kartons und die grünen Fässer auf dem Wertstoffhof sollten Ihnen bekannt sein. Ja, was ist so ein System eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Die Stiftung GRS wurde 1998 gegründet. Man war sich damals schon dieser Herstellerverantwortung ziemlich bewusst. Deswegen der ZVOII und aber auch führende Batteriehersteller haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wir müssen uns um das Problem kümmern. Es ist natürlich aber auch eine Chance, die Ressourcen in der Hand zu halten und im Kreislauf zu führen. Damals war es noch es ist immer noch eine Non-Profit-Organisation und es waren damals Batteriehersteller wie Panasonic und Varta mit dabei. 2009 bis 2019, wer sich ein bisschen auskennt oder es begleitet hat, waren wir nach § 6 des damaligen Batteriegesetzes. Das gemeinsame Rücknahmesystem war ein bisschen wie so eine AOK. Die Rücknahmestelle, die keinen Anschluss gefunden hat, durfte sich dann bei GRS melden. 2010 hat man dann schon erkannt, okay, es gibt nicht nur die Gerätebatterien, sondern wir haben auch mittlerweile Industriebatterien und auch damals eigentlich schon so ein bisschen Fahrzeugbatterien. Und 2014 wurde dann noch der GRS-Sicherheitsstandard für Lithiumbatterien eingeführt. Das sieht man rechts so ein bisschen an der Farbe der Fässer. Die hat man so gefärbt, dass es dann auch ADR-konform in dem Handling ist. Und 2014, also wie gesagt, spannendes Jahr, Gründung dann der GRS Service GmbH, von der ich jetzt auch die Geschäftsführerin bin, für die Industriebatterierücknahme, denn die Stiftung ist nur für Gerätebatterien zuständig. Stationäre Speichersysteme und weitere Industriebatterien waren dann im Rücknahmesystem auch noch angesiedelt. Und 2019 hat die Stiftung dann das § 6 System abgegeben, hat gesagt, wir machen das nicht mehr. Wir werden jetzt genauso wie alle anderen Systeme ein § 7 System. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, das wäre jetzt sehr abendfüllend. Seit 2021, genau seit dem 1.12., haben wir mittlerweile 4 Systeme in der Service GmbH und ein § 7 System, ein Basissystem immer noch in der Stiftung. Und wir sind auch seit 2022 nicht mehr ganz deutsch, sondern zu 50,1% österreichisch, nämlich Saubermacher, wer sie kennen sollte. So ist das Ganze dann nochmal aufgebaut, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nicht eine Stunde, keine Sorge, deswegen gehe ich hier nicht weiter drauf ein, aber Sie bekommen ja auch die Vorträge hinterher. Ja, wie war es so in den letzten Jahren? Wie viel sammeln wir eigentlich überhaupt? Das sind jetzt Gerätebatterien, seit 2014 einmal aufgelistet und Sie sehen das, es geht hoch bis 2019 17,686 Tonnen und 17.000, entschuldigen Sie, und raten Sie mal, was das für eine Sammelquote ergab. Es waren ungefähr 76% Sammelquote und Sie müssen sich vorstellen, ohne Sie da jetzt zu tief ins Detail zu holen, jedes Prozent, was Sie zu viel oder was Sie mehr sammeln, kostet natürlich auch zusätzlich Geld. Es hat zu gewissen Wettbewerbsverzerrungen geführt und wir haben dann in dem Jahr eben das § 6 System abgegeben und konnten damit die Sammelmenge oder haben damit die Sammelmenge reduziert auf 9.557 Tonnen, liegen jetzt aber schon wieder bei über 10.000 Tonnen. Das ist fürs letzte Jahr. Gut.
wer sind eigentlich unsere Kunden? Ich muss ihnen immer, oder ich muss leider immer so ein bisschen den Zahn ziehen. Nicht die Rücknahmestellen sind unsere Kunden, sondern die Inverkehrbringer und die Hersteller sind unsere Kunden. Und das macht es auch ziemlich komplex, denn sie haben Hersteller wie eine Rewe-Gruppe oder von mir aus auch einen Aldi oder eine Lidl, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber sie haben auch die kleinen Grußkartenhersteller. Das heißt also, sie haben alle Arten an Herstellern, die sich ihrem System anschließen und dann entsprechend 19.403 Tonnen in Verkehr bringen. Die Sammelmenge, die hat sich dann auf 10.153 Tonnen belaufen und damit hatten wir die Sammelquote erfüllt, 50,9%. Ich kann Ihnen auch, wer es jetzt vielleicht so ein bisschen in der Presse verfolgt hat, jedes System hat übrigens die Sammelquote erfüllt, Deutschland trotzdem nicht. Es ist ein bisschen, wer es vielleicht jetzt im Euvid dann lesen sollte, es ist ganz erstaunlich, hat aber auch was mit der Sammelquotenberechnung zu tun. Wir sammeln über Rücknahmestellen, das sind eben nicht unsere Kunden, sondern es ist eigentlich so ein bisschen wie unsere Produktionsanlage, wie unsere Fabrik, 13.406 und haben eine Verwertungsquote von fast 100%. Jetzt gehen wir mal auf die Lithiumbatterie. Ja klar, es kann ja nur was in der Sammlung landen, wenn es auch irgendwann mal verkauft worden ist. Deswegen muss man sich immer ein bisschen angucken, wie setzen sich denn die in Verkehr gebrachten Batterien zusammen. Wir haben 7.275 Tonnen Primärbatterien, die sinken aber im Anteil. Die sinken also bei der Inverkehrbringung und ganz klar steigen tun die Sekundärbatterien, also alles, was sie wieder aufladen können. Blei sinkt, Nickel-Metallhydrid sinkt, ganz klar hoch geht die Lithiumbatterie und wie gesagt, wenn sie im Verkauf hochgeht, dann wird sie auch in der Sammlung irgendwann landen. Und das große Problem eigentlich an der Lithiumbatterie ist nicht unbedingt die Nutzungsdauer, kann auch passieren. Also ich hoffe, Sie laden nicht Ihr Handy nachts am Bett, soll man ja nicht, sondern tagsüber im Büro. Aber das große Problem ist dann eigentlich auch tatsächlich die Vielfalt der Lithiumbatterie. Also wir haben nicht nur unterschiedliche Formen und unterschiedliche Größen und unterschiedliche Zusammensetzungen, denn eine Lithiumbatterie ist nicht gleich eine Lithiumbatterie. Wir haben kobalthaltige Lithiumbatterien, kobaltarme Lithiumbatterien, wir haben LFP-Batterien und wir haben Batterien aus unterschiedlichsten Herkunftsarten. Sie sehen oben den Laptop, wir haben das Hörgerät, wir haben die Fahrradbatterie, wir haben den stationären Speicher, Fahrzeugbatterien und. Also das heißt, Größe, Herkunftsart und Zusammensetzung, alle komplett unterschiedlich und das macht es natürlich dann auch fürs Recycling ein bisschen schwieriger. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was kommt denn noch so in Zukunft? Dann reden wir hier tatsächlich von einer Produktionskapazität von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist geplant. Ich sage jetzt nicht, dass es schon produziert wird, aber das ist tatsächlich geplant. Also es wird eine riesige Menge an Lithiumbatterien auf uns zukommen. Das Schöne ist natürlich, die Lithiumbatterien werden hauptsächlich im Fahrzeugbereich dann eingesetzt. Und wenn die dann irgendwann mal in der Sammlung zurückkommen, dann sind wir schon alle grau und in Rente und dann kann es mir eigentlich auch total egal sein. So könnte man jetzt rangehen an die ganze Sache, aber ich glaube, das ist nicht ganz Sinn der Übung. Und wenn Sie sich angucken, was können wir denn eigentlich überhaupt bewerkstelligen? Ja, ungefähr 40.000 Tonnen. Da ist noch nicht so viel. Und wenn Sie sich angucken, Claro, Tesla will und BASF will und Umicore will und Aurubis und alle wollen. Ja, was wollen die? Die wollen nicht die havarierten Batterien. Und die wollen auch nicht die Batterien ohne Regelungstechnik und die wollen auch nicht die Batterien, die dann irgendwo beim Händler stehen, die irgendwie kaputt sind und keiner weiß, wie die eigentlich behandelt worden sind, was drin ist, sondern die meisten wollen tatsächlich einfach nur Produktionsabfälle recyceln. Also wir sind noch gar nicht beim End of Life wirklich angekommen. Und um das Recycling bzw. um den Abstrom muss man sich einfach kümmern, denn wenn wir nicht mehr abholen, weil wir keine Verwertung haben, dann kann es dann doch mal auch zu Bränden führen. Und das ist ganz klar eine große Herausforderung. Sie sehen oben links so ein abgebranntes Auto, das waren mal Knopfzellen. Sie kennen allerdings auch immer die Sicherheitsanweisungen, wenn Sie im Flieger sitzen, wenn Ihr Elektrogerät sich aufquellt oder irgendwie warm wird, dann sollten Sie es doch bitte abgeben. Und die gebrannten Fässer, wir haben das vorhin hier schon kurz besprochen, also es gibt immer wieder Brände in der Sammlung. Oder eben auch auf den Wertstoffhöfen, weil eben nicht richtig aufgeklärt wird. Und es gibt die diversen Kampagnen, um das zu ändern. Ich kann tatsächlich behaupten, wir haben bei GRS noch nie einen Brand in der Logistik gehabt oder in der Sammlung. Ich glaube, bei uns funktioniert das tatsächlich ganz gut. Ja, wie ist es aufgebaut? Also ich glaube, wenn man sich der Batterie
oder wer hat eigentlich die Verantwortung für die Rücknahme und für die ganze Organisation, muss man sich das Bild einmal anschauen. Wir haben oben einmal die Hersteller und die Hersteller beauftragen die Rücknahmesysteme. Wir haben im Moment fünf Rücknahmesystem-Mütter sozusagen, die sich dem annehmen und die Rücknahmestellen als Produktionsanlage sozusagen, ihre, also öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Vertreiber, Freiwillige und Entsorger, die liefern uns dann sozusagen die Batterien. Der Endverbraucher muss natürlich entsprechend informiert werden, der muss auch wissen, wo geht die Batterie hin, was mache ich mit der Batterie eigentlich. Und wir haben jetzt gemäß § 18 des neuen Batteriegesetzes die gemeinsame Pflicht zu informieren. Und schön ist dieser rote Balken rechts. Es gibt natürlich auch immer jemanden, der das Ganze kontrolliert. Wir haben jetzt hier die Länderbehörden, übergeordnet natürlich Zentrale, also das Umweltbundesamt, und wir haben eine beliehene Stelle vorgesetzt bekommen, bei der wir uns jetzt neu genehmigen mussten. Die Hersteller müssen sich auch entsprechend registrieren und das Ganze wird kontrolliert über die Erfolgskontrollen, die wir auch entsprechend veröffentlichen müssen, also der behördliche Vollzug. Also das Ganze ist im Endeffekt eigentlich so organisiert, die Gerätebatterie. Wir sprechen jetzt nur über die Gerätebatterie, denn ich muss Ihnen leider eins sagen, die Industriebatterie oder die Fahrzeugbatterie, § 8, ist leider überhaupt gar nicht organisiert. Also holen Sie sich gerne mal das Batteriegesetz raus, da gibt es dann so einen halben Absatz zu und eigentlich ist es schon schwierig zu identifizieren, wann ist eigentlich eine Batterie eine Industriebatterie. Nichtsdestotrotz, man war sich im Klaren darüber, dass wir doch noch ein bisschen mehr tun müssen, mehr sammeln müssen und dass das Batteriegesetz vielleicht jetzt auch doch nicht ganz so toll war, wie man sich das damals überlegt hat und hat das Ganze jetzt in den Koalitionsvertrag gesetzt. Ich glaube, Sie haben alle das Kapitel über die Kreislaufwirtschaft gelesen. Hier hat man vorgeschlagen oder hat man sich zum Ziel gemacht, dass man Anreizsysteme für Lithium-Ionen-Batterien und für Elektro-Kleingeräte oder Elektrogeräte überdenkt oder ins Leben rufen möchte. Jetzt denkt man natürlich bei Anreizsystemen mal, ja, Pfand, kann nur Pfand sein. Ist es nicht unbedingt, ist aber gerade noch wieder in der Diskussion. Also wir müssen unbedingt was tun und diese Anreizsysteme können natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen ins Leben gerufen werden, bei den Herstellern, bei den Rücknahmesystemen, bei den Vertreibern, bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, aber auch bei den Endverbrauchern. Die Frage ist immer nur, welche Wirkung will man eigentlich tatsächlich erzielen, was will man eigentlich, was soll das Ziel von so einem Anreizsystem sein und witzig ist auch immer, wer bezahlt den ganzen Spaß eigentlich. Und jetzt guckt man sich das Ganze mal an, ich habe jetzt hier einmal noch das Fahrrad-Batterierücknahmesystem mit aufgenommen, denn ich glaube, später wird noch einer darüber referieren. Das ist so, wie das Gesetz es vorsieht. Die Fahrradbatterie ist nämlich keine Gerätebatterie. Naja, doch. Die Fahrradbatterie ist in einem Elektrogerät, ist aber eine Industriebatterie, die bei Ihnen zu Hause steht. Wer von Ihnen hat hier ein E-Bike? Gut, ich nehme jetzt mal den... Da hinten haben sich auch ein paar gemeldet, also es kommt immer mehr. Wissen Sie alle, wie Sie die Fahrradbatterie in die Entsorgung bringen? Und jetzt sagen Sie mir bitte nicht Restmülltonne. Wertstoffhof, würden Sie jetzt Wertstoffhof sagen? Ja, ne, Sie würden alle Wertstoffhof sagen. Völlig falsch. Wer hat es gesagt? Gut, Sie haben auf jeden Fall schon mal eine 1 mit Sternchen. Genau, der Händler ist zuständig dafür. Denn die Fahrradbatterie ist eine § 8 Batterie. Wenn Sie die auf den Wertstoffhof bringen und der Wertstoffhof die annimmt und die in die Gerätebatterien reinsteckt, haben wir eine Vermischung von § 7 und § 8 Batterien, um Sie jetzt komplett zu verwirren. Wenn der Wertstoffhof auch noch bei GRS angeschlossen ist und ich das mitbekomme, dann kriegt der Wertstoffhof von mir eine Rechnung. Also Händler ist richtig. Aber so ist es, wie es vom Gesetz vorgesehen ist. Also wir haben einmal den E-Bike-Akku Single und wir haben einmal den E-Bike-Akku noch im Fahrrad. Das sind zwei Möglichkeiten, wie der E-Bike-Akku in die Entsorgung geleitet wird. Genau, richtig. Also eigentlich darf es nur der Händler, sollte es nur der Händler, aber Sie können sich auch vorstellen, boah, wenn ich Händler wäre und ich hätte dann da so ein paar E-Bike-Batterien liegen und ich weiß eigentlich gar nicht, wohin mit den Dingern hinterher, außer dass ich sie in irgendeine Verwertungsanlage fahren darf. Das ist übrigens eigentlich auch spannend. Jetzt bin ich ein Händler und soll dann mit einem Auto mit Abfällen hinten, weil das sind ja dann Abfall, sozusagen Altbatterien, mit denen soll ich dann wohin fahren? Wohin fahre ich eigentlich dann mit denen?
Also es ist überhaupt gar nicht geregelt. Und was auch noch spannend ist, dass jeder Händler eigentlich dann auch für sich noch eine kleine Erfolgskontrolle machen müsste. Also was hat er eigentlich in Verkehr gebracht und was hat er zurückgenommen? Aber ein Händler weiß ja gar nicht, was seine Hersteller in Verkehr gebracht haben. So viel mal zum Gesetz. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn der E-Bike-Akku im Fahrrad abgegeben wird. Claro, den können Sie dann auf dem Wertstoffhof, was ist es jetzt, Sammelgruppe 3, glaube ich, über 25 cm, können Sie reinschieben. Dann hat aber einer das Problem und das ist der Elektro-Altgeräte-Verwerter. Der holt nämlich dann den E-Bike-Akku raus und steht dann genauso schlau da wie alle anderen auch. Und das nächste ist, wer sich mit Abfallschlüsseln ein bisschen auskennt, wir haben auch noch einen batterieunspezifischen Abfallschlüssel, das heißt, die ganzen Batterien laufen sozusagen aus der Kontrolle des Vollzugs auch noch raus. Jetzt könnte man das Ganze so machen, wenn man jetzt aber halbwegs intelligent ist, also so ist es, wie es das BMUV, wie es sich jetzt nennt, vorgesehen hat, nämlich gar keine Regelung, jeder kann irgendwie ein bisschen machen, was er will oder vielleicht auch gar nichts. Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie jetzt ein Hersteller sind, sagen wir mal Bosch oder der ZTV mit seinen ganzen angeschlossenen Herstellern, dann, und es gibt keine Regelung, dann würden die Händler natürlich relativ schnell sagen, ich verkaufe doch eure E-Bike-Batterien, also eure E-Bikes nicht mehr, wenn ihr mir hinterher nicht die Batterien abnehmt. Das ist für mich eine Brandlast, das will ich nicht. Also hat sich der ZTV hingesetzt und hat gesagt, wir müssen dafür eine eigene Regelung, sozusagen für einen Blueprint sorgen. Und es ist so, dass der E-Bike-Akku auch, also alleine sozusagen oder auch im E-Bike-Akku immer noch abgegeben werden kann. Und der Händler ist entlastet. Der Händler kriegt ein rotes Fass und das Fass geht dann entsprechend in die Entsorgung mit den E-Bike-Batterien. Der Händler wird aufgeklärt, wie die E-Bike-Batterien verpackt werden. Das ist nämlich auch nochmal ein bisschen was Spezielleres. Und das Ganze geht im Auftrag der Hersteller. Und ich kann an der Stelle immer nur sagen, ich würde auch Wiederverwendung immer nur im Schulterschluss mit den Herstellern machen. Die Hersteller sind in der Verantwortung und die Hersteller sind eben auch in der Verantwortung, wenn es anfängt zu brennen. Gut. Ich glaube, ich bin gleich fertig mit der Zeit. Ne? Herr von Hund steht schon. Ich darf noch? Okay. Gut, also, dann zeigt er die Karte. Also, nett ist es hierbei auch, dass die Erfolgskontrolle, ich habe sonst Angst, dass er mir gleich irgendwie die Füße abhackt, also auch die Erfolgskontrolle wird dann von dem jeweiligen System erstellt. Ich darf tatsächlich mit Stolz sagen, dass es GRS ist. Ich finde das System klasse. Und auch angeschlossene Wertstoffhöfe, also nicht mehr nur noch der Handel, sondern auch angeschlossene Wertstoffhöfe, dürfen, wenn sie die entsprechende ADR-Schulung hatten, dann auch ihre Fahrradbatterien über uns entsorgen. Die Fahrradbatterie, wenn es übrigens interessiert, die wird speziell verpackt. Die kommt in eine Tüte und dann wird das ein bisschen geschichtet, also Fass, Vermiculit, Fahrradbatterie in der Tüte und dann wird das immer so weitergeschichtet, so ein bisschen wie eine Lasagne und dann ist das auch relativ, oder es ist sehr sicher. Ja, aber was kommt in der Zukunft? Ich will noch kurz drauf eingehen. Es bleibt ja generell spannend mit den Lithiumbatterien, aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Stoffe, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Das sind Quecksilber und Cadmium und wir werden weiterhin Stoffbeschränkungen haben, was ich natürlich sehr begrüße. Es wird Kennzeichnungspflichten und Mindestvorgaben für einen CO2-Fußabdruck für alle wieder aufladbaren Batterien geben. Hier hat man sich allerdings ein bisschen mehr auf die Traktionsbatterien fokussiert, gar nicht mehr unbedingt um die Gerätebatterien, denn ich glaube auch, dass die großen Batterien die Zukunft sind. Die Gerätebatterien sind nett, das läuft, aber die großen Batterien, gerade auch im Fahrzeugbereich und stationäre Speicher, die werden in Zukunft kommen. Was ich ganz spannend finde, ist die Kennzeichnung von und Mindestvorgaben für den Gehalt von Lithium, Kobalt und Nickel in Industriebatterien und Traktionsbatterien. Und jetzt haben Sie ja vorhin meine zwei Folien gesehen. Wir wollen so viel produzieren, kriegen aber nur so viel zurück und recyceln können wir vielleicht nur so viel. Also ist das so ein bisschen, wie wollen wir produzieren, wenn wir die recycelten Materialien gar nicht haben. Aber ganz sicher wird es da auch graue Lösungen für geben. Wir haben Mindestanforderungen auf Leistung und Haltbarkeit für Allzweckgerätebatterien. Und das finde ich auch aus Verbrauchersicht sehr, sehr wichtig, dass das eingeführt wird. Und wir hatten das vorhin auch schon im bilateralen Gespräch. Die Entfernbarkeit und die Austauschbarkeit von Batterien aus Elektroaltgeräten muss gegeben sein. Denn wenn wir uns angucken, das Ganze ist mittlerweile nur noch verklebt. Das landet dann im Schredder, in der Erstbehandlungsanlage und dann, also im schlimmsten Fall, eigentlich sollen sie ja ausgebaut werden. Die Batterie ist zwar noch als Batterie hinterher erkennbar, aber vorher ist es im schlimmsten Fall noch zu einem Brand gekommen. Also da ganz leichte Austauschbarkeit.
Was ich interessant fand, war, es gibt doch jetzt diese Messungen für Diabetiker. Ich weiß nicht, ob die jemals diese Pflaster, die sollen jetzt auch über die Elektroaltgeräte gesammelt werden. Da ist eine Batterie drin und die Batterie muss natürlich vorher manuell demontiert werden. Sie können sich vorstellen, wie viele Erstbehandlungsanlagen aus diesen kleinen Pflastern die Batterien rausholen. Ich würde sagen, keine. Gut, wir haben neue Sammelziele für Gerätebatterien. Geht hoch bis zu 80-85%. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, Deutschland hat leider jetzt die 50% fürs letzte Jahr verfehlt. Nichtsdestotrotz, Herr Semnitsch, wir dürfen uns freuen. Wir haben alle die 50% erreicht, also wir sind aus dem Schneider. Wie bitte? So. Und ganz spannend ist es, dass die Einrichtung eines, naja, wie so ein Pass, also wo kommen die Metalle her? Wo gehen die Metalle hin? Wie werden sie recycelt? Soll eingeführt werden? Da fragt man sich ein bisschen, wer soll das pflegen? Wer sorgt für die Qualität? Und was bringt es dann eigentlich wirklich? Ich denke mal, hier sitzt der eine oder andere Recycler. Sie kriegen das in die Anlage, was sie reinbekommen. Und dann vielleicht noch so ein Batteriedatenpass. Ja, dann sieht man vielleicht, okay, da ist noch ein bisschen mehr Kobalt drin. Aber sie werden nicht einfach mal so spontan ihren Prozess anpassen können. Das ist unmöglich. Der steht. Gut. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, also Produktion von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. End-of-Life-Aufkommen von Batterien 80.000 Tonnen. Das heißt also, die Verfügbarkeit von den Metallen, die wir brauchen, liegt ungefähr bei 1%. Wir haben aber tatsächlich zukünftige EU-Vorgaben für den Mindestrezyklateinsatz von 12% Kobalt, 4% Nickel, Lithium, dann ab 2035 mit 12%. Ja, wird spannend. Ich meine, vielleicht kaufen wir die Metalle einfach irgendwo anders. Ich weiß nicht, also irgendeine Gesetzeslücke wird es wahrscheinlich wieder geben. Aber da muss ich auch einfach noch mehr tun. Und ja, da kann ich immer nur animieren, auch mal vielleicht auf die End-of-Life-Batterien sich zu fokussieren. Und auch gerne übrigens auf LFP-Batterien. Also wer eine Lösung für LFP-Batterien hat, darf sich gerne bei mir melden. Und so sieht es tatsächlich dann aus. Also was ist die Problemstellung der Verwertungskapazitäten? Wir haben eigentlich ja einen Kreislauf. Kreislauf wäre ja ganz schön, gerade auch, das ist jetzt Lithiumbatterien logischerweise. Also wir haben natürlich den Primärrohstoff und das Ganze wird dann eingesetzt in die Lithiumbatterieproduktion und dann haben wir hinterher natürlich das Produkt, End of Life und dann sollte das unten auch wieder reingehen. Sehen Sie das so ein bisschen? Gut. Sie sehen aber auch, der rote Pfeil ist ein bisschen schmaler als das, was dann tatsächlich aus den Produktionsabfällen wieder rausgezogen wird und vorne wieder in den ins produktionsnahe Recycling geht, um dann wieder in der Produktion selbst zu landen. Und das ist auch genau das Problem. Was ist eigentlich überhaupt verfügbar? Was ist eigentlich überhaupt technisch möglich? Und was ist überhaupt rechtlich erforderlich? Rechtlich erforderlich, da gehen wir dann auf die Elemente. Was ist technisch möglich? Also was können die Anlagen überhaupt? Ja, und was ist verfügbar? Das definiert sich natürlich über die Sammlung selbst. Also auch da, glaube ich, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Elfenbeinturm des BMUVs steigen und sich mal angucken, was können eigentlich tatsächlich die Anlagen, was ist in der Praxis eigentlich möglich und was kommt auch wirklich an. Ja, noch ein kurzes Fazit und dann gebe ich den Ring frei für den nächsten Kandidaten. Also, wir haben leider den Wettbewerb der geringstmöglichen Zielerreichung. Ich sage es Ihnen jetzt hier in der Runde und es schreibt auch bitte keiner mit, aber die 50% sind das Ziel. Nicht 100%, die 50% sind das Ziel. Wir haben ganz klare Regelungsdefizite für Geräte- und Industriebatterien, also Kennzeichnung. Was ist eigentlich eine Gerätebatterie? Wann ist es eine Industriebatterie? Und wir haben, und das finde ich ganz wichtig, und das ist jetzt auch wieder in der Diskussion, die abfallrechtliche Fehleinstufung von Lithiumbatterien mit dem batterieunspezifischen Abfallschlüssel, was definitiv die unsachgemäße, gefährliche und umweltschädliche Entsorgung von Lithium-Altbatterien befördert. Das ist man findet das immer so ein bisschen lächerlich, einen Abfallschlüssel, aber es ist doch echt wichtiger, als man denkt. Ja, was können wir tun? Wir können jetzt natürlich sagen, wir warten auf die EU und schauen mal, was dann so passiert. Dann kriegen wir eine Verordnung vorgesetzt. Aber ich kann Ihnen auch jetzt schon sagen, die Verordnung lässt noch ein bisschen Handlungsspielraum zu. Also die wird uns nicht einfach aufdruckiert und dann heißt es so, jetzt macht, sondern auch da ist schon tatsächlich festgelegt, naja, es gibt auch immer noch landesspezifische Eigenheiten sozusagen, die wollen wir natürlich nicht untergraben.
Aber wir sollten ganz klar schnellstmöglich das Batteriegesetz entsprechend überarbeiten und hier die Regelungsdefizite aus der Welt räumen. Wir haben bei der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft, Herr Semnitz, jetzt korrigieren Sie mich, ich glaube vorletztes Jahr war das, haben wir Handlungsempfehlungen gemeinsam definiert und beschrieben und ich glaube, das geht jetzt auch in die nächste Runde. Und wir brauchen ganz klar wieder viel mehr Expertenwissen, Austausch zu den jeweiligen Themen. Ich fand das jetzt so interessant. Ich habe das ja vorhin über die Anreizsysteme erzählt. Da hat man jetzt auch wieder eingeladen, gruppenspezifisch. Also zu den Anreizsystemen werden jetzt in einem Termin die Systeme angehört, dann werden die Umweltverbände angehört in einem anderen Termin. Und dann geht das so weiter. Aber wir sitzen viel zu wenig wieder an einem Tisch und tauschen uns aus und gucken uns wirklich an, wo sind die Probleme und eigentlich auch die Möglichkeiten in der Praxis. Denn ich glaube, dass auch immer viele gute Ideen aus den praxisnahen Bereichen kommen. Deswegen, Expertenrat für die Produktverantwortung muss ganz klar gefördert werden, der das entsprechend begleitet und dann auch moderiert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.